Hallo, es ist wieder Unboxing-Zeit. Ich habe hier Neoville von Phil Walker Harding und HCM Kinzel Verlag. Und ja, ich bin gespannt auf das Spiel und ich packe das jetzt mit euch aus. Und ja, wie immer kommt die Folie erst ab und dann zeige ich euch das nochmal. Moment, erstmal mit dem großen Messer. Ups, aufpassen. Und erstmal die Folie ab. Und dann schauen wir doch mal, was da drin ist. Und ja, es ist ein Plättchenlegespiel, das weiß ich, soweit weiß ich schon. Und sowas mögen wir ja, so ein bisschen auf Puzzle-Style mäßig. Und ja, Vorder-Rückseite schön beschichtet. Und jetzt gucke ich doch mal, was da drin ist. Ach ja, Familie Enterich ist auch natürlich dabei. Und jetzt gucken wir mal zusammen rein, was denn da drin ist. Ja, und wie immer, als erstes die Anleitung. Diesmal gucke ich mir die zuerst an. Thorsten ist ja nicht da, aber ist nicht groß. Sind nur ein paar Seiten, 7 Seiten. Also, ja, ist wohl ein schnell gelerntes Spiel. Passend jetzt im Moment, wo es so warm ist, da mag ich es auch lieber, wenn ich mal was schnell lerne. Vorder- und Rückseiten von diesen Stanzteilen. Aha, die muss ich wohl zusammensetzen. Hier kommen noch mehr Stanzteile. Das sind dann die Gebäude, die man oben drauf stellt, das haben wir ja schon am Karton erkannt. Und da, ja, und so sieht es dann von innen aus. Und hier habe ich dann noch Plättchen. Okay, die sind schon ausgestanzt und vielleicht vorsortiert, weiß ich nicht. Aha, schauen wir uns die mal an. Ja, schon praktisch. Ja, das sind dann die verschiedenen Plättchen, die man legt. Da haben wir verschiedene Untergründe, Wasser, Landschaften wie Gebirge oder Steine, Grün, Gräser. Ja. Und da haben wir ganz viele von. Also ich bin gespannt. Die Rückseite sind alle gleich, so gestaltet. Und ja, jetzt werde ich die weiter auspöppeln. Das mache ich aber ohne euch. Und wir werden euch natürlich davon berichten, wie das Spiel ist. Und werden euch natürlich dann sagen, ob es uns gefällt. Und jetzt packe ich es erstmal aus. Und ach ja, für den, der es wissen möchte, ist ein schnell gespieltes Spiel. 45 Minuten steht drauf. 2 bis 4 Spieler und ab 10 Jahre. Ja, das war's schon. Schnell und schmerzlos, wie man so schön sagt. Bis zum nächsten Mal, Tanja von die Hausis und Familie Enterich. Tschüss!